Hallo alle zusammen, ich bin's wieder, der Patrick von PK Fishing. Heute melde ich mich mit einem neuen Video bei euch. Ich habe heute vor, meine Rute neu zu bespulen. Und nicht mit irgendeiner Schnur, sondern mit einer Schnur, die ich schon vorher getestet habe. Auf meiner Ultra-Leichtrute. Jetzt möchte ich aber meine Hechtrute bespulen. Was ist so besonders an dieser Schnur? Die Schnur von der Marke WFT Gliss ist besonders weich. Man merkt sie, wenn man über die Schnur, das ist wie, es fühlt sich so ganz sanft an. Und was ich sofort gemerkt habe bei der Ultra-Leichtrute, weil ich hatte immer so eine achtfach geflochtene, ich glaube mal J-Braid oder wie die heißen, diese Schnur drauf. Die hatte ich normalerweise immer drauf. Dann habe ich die gewechselt auf die WFT-Schnur und habe gemerkt, die Wurfweite hat sich echt, also spürbar verbessert. Was ich auch gemerkt habe, die Schnur ist wesentlich leiser. Die ist ganz ruhig, also wenn beim Einkurbeln, man hört kaum Reibungen. Und auch wenn man so über die Schnur drüber langt, merkt man, dass die fühlt sich so ganz sanft an. Also ich bin sehr überzeugt. Und weil ich so überzeugt war, bespule ich mir jetzt auch meine Hechtrute damit. Wie ich das alles mache, das zeige ich euch jetzt. Jetzt will ich meine Hauptschnur mit der Nebenschnur, quasi mit meiner monofilen Schnur, mit der Rolle verbinden. Dazu nutze ich den Albright-Knoten. Wie der geht, versuche ich euch zu zeigen. Hoffe, das geht, weil in der Kamera, glaube ich, sieht man es ganz schlecht. Beides sind natürlich fast transparent. Das ist die WFT-Schnur. Da verspricht der Hersteller auch, dass sie halbtransparent ist. Die sieht jetzt zwar nicht transparent aus, aber im Wasser ist sie quasi wie eine monofile Schnur. Man sieht sie einfach nicht. So, als allererstes erstmal eine Schlaufe legen. Nichts Besonderes. Dann geht es hier mit der Hauptschnur einfach durch, ruhig großzügig, dann fällt es euch ein bisschen leichter. Jetzt packt ihr das quasi vorne, haltet hier fest und jetzt habt ihr hier so zwei Enden. An den zwei Enden wickelt ihr jetzt halt 10 bis 12 Mal rum. Das mag manche nicht so. Und 12. Jetzt habt ihr es quasi so. Jetzt geht es hier mit der Hauptschnur, in dem Fall mit der WFT-Schnur, durch die Öse, wo ihr vorhin reinkamt, geht es hier wieder zurück, haltet die zwei Schnüre fest, haltet die zwei Enden fest, schiebt ein bisschen nach. Wichtig ist befeuchten. Moment. So. Jetzt könnt ihr zum Beispiel, das passiert nämlich, kleiner Tipp, schiebt sie erstmal ein bisschen näher zusammen. Natürlich immer leicht befeuchten, damit der Knoten auch nicht reißt. Und dann durch die Öse hier durch. Das ist immer so eine kleine Formelei. Jetzt halt. Und dann langsam zuziehen lassen. Wenn alles richtig gemacht ist, haben wir ein schönes Bild. So. Und der ist bombenfest. Zuziehen, die Enden abschneiden. Wichtig ist, nicht zu viel abschneiden, ruhig so einen gefühlten Millimeter da lassen, weil wenn die Schnur nass wird, dann zieht sie sich nochmal ein bisschen fester und kann sein, dass dann der Knoten nochmal ausschlitzt. Um das zu vermeiden, wie gesagt, gibt es der Schnur ein bisschen Platz, dass die sich nochmal nachziehen kann. Ich hoffe, man sieht's. Jetzt haben wir ja den Knoten. Und wenn der Knoten dran ist, benötigen wir zum Bespulen der Rolle nur ein Buch, irgendein dickes Buch und natürlich die Rute, wo die Schnur schon durch den ersten Ring durch ist. Und wie das jetzt genau abläuft, zeige ich euch jetzt besser von einer anderen Perspektive. Kommen wir nun zum Bespulen. Wie gesagt, man benötigt ein Buch. Jetzt
klemmst du die Schnur einfach mitten ins Buch rein und legst dies mit der Rolle einfach auf den Boden. Die Schnur sollte ziemlich mittig eigentlich durchs Buch gleiten. Jetzt haben wir quasi ein Gewicht. Das stellst du ein bisschen fester ein. Und dann geht's schon los. Ihr könnt, wenn das ein bisschen hin und her gleitet, auch mit dem Fuß aufs Buch drauf gehen. Und in der Regel habt ihr durch das Buch die nötige Spannung drin. Und dann einfach nur aufwickeln. Ich würde empfehlen, immer spüren, dass da eine gewisse Spannung auf der Rute ist, dass ihr wirklich das alles schön sauber aufwickelt. Nicht zu schnell, dass dann quasi keine Verwicklungen entstehen oder vielleicht irgendwelche Wirbel oder dergleichen. Einfach ganz entspannt einkurbeln. So, und das war's schon. Ich habe nun die Rolle bespult. Man sieht es hoffentlich, ein sauberes Wickelbild. Und was ich als großen Vorteil sehe gegenüber der Maschine ist, man hat es gleich so, die Schnur gleich so auf der Rolle, wie es die Rolle selbst bespulen würde. Im Geschäft ist es so, die tun es immer sehr sauber, zwar auffädeln, aber die Schnur liegt einfach nur stramm irgendwie drinnen. Was auch beim ersten paar Würfe dazu passieren kann, dass ihr so einen Knoll in der Schnur bekommt. Das passiert beim selber Aufwickeln eher seltener. Oder bei meiner Ultraleichtroute, wo ich das gemacht habe, gar nicht. Ab dem ersten Wurf konnte ich richtig den Blinker raushauen, da ist nichts passiert. Ein weiterer Vorteil ist von dieser WFT-Schnur, was ich vergessen habe zu sagen, ist, das ist so eine Art geflochtene monophile Schnur. Das ist eine PE-Schnur. Die ist nicht wirklich geflochten, die ist irgendwie, einzelne Fasern sind verschmolzen und versiegelt. Und ich glaube auch, das ist das, was man so merkt, dass es so ganz weich sich anfühlt. Kommen wir nun zum Abschluss. Ich hoffe, ich konnte euch das gut erklären, wie das funktioniert. Eigentlich ist das ganz kinderleicht. Und ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß beim ersten Mal, wenn ihr dann eure Route selbst bespult. Ich finde, es ist immer ganz toll, wenn man irgendwie bei seinem Hobby ein bisschen mehr dazu beitragen kann und auch mal so was Kleines wie eine Rolle bespulen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, es ist günstiger. Ich habe jetzt hier 300 Meter. Der Meter hat mich jetzt 7 Euro gekostet. Im Laden wäre ich bestimmt, ja, so auf meine 10 Euro pro 100 Meter locker gekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like darüber freuen. Und schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr es getestet habt. Wie hat es bei euch geklappt? Was gab es da irgendwie Schwierigkeiten? Oder war alles super? Darüber freue ich mich natürlich auch, wenn ihr einfach mal schreibt, hey Patrick, das war alles cool. Also, bis dahin, ich gehe jetzt gleich ins Wasser. Petri heil, euer Patrick von PK Fishing.